und herzlich willkommen zu einem C64 Retro angespielt. Ja, heute spielen wir Defender of the Crown aus dem Jahr 1987 von CinemaWare hier auf dem C64. Und es hat auf dem C64, wie ich finde, einen ganz eigenen Charme und ist ein Beispiel für etwas, was ich nicht müde werde, immer wieder zu sagen. Was ich nicht müde werde, immer wieder zu sagen, ist, dass auf manch anderen Systemen die Spiele soundtechnisch und grafisch opulenter gestaltet sind, aber doch manchmal auch Dinge wie Animationen oder so fehlen oder ganze Spielmechaniken plötzlich weg sind in der Konvertierung. Das betrifft zum Beispiel Defender of the Crown, aber auch Spiele wie zum Beispiel Red Storm Rising. Um das hier vergleichen zu können und zu wissen, was ich meine, solltet ihr euch auf jeden Fall auch die hier auf dem Kanal befindliche Amiga-Version zu Gemüte führen. Und die verknüpfe ich euch in die Infokarten. So, wir müssen erstmal einen Charakter wählen. Entweder Wilfred of Ivanhoe, Cedric of Rotherwood, Geoffrey Longsword oder Wolfric the Wild. Ich werde hier als Allround-Genie und aus alter Tradition heraus Wilfred of Ivanhoe wählen. Ja, das Ganze geliefert auf zwei Disketten bzw. zwei Diskettenseiten damals für den C64. Und ja, ich bin mal gespannt, ob mich mein Retro-Gedächtnis hier trügt, mal abgesehen von den Ladezeiten natürlich, oder ob sich das Spielen ja so positiv darstellt, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich glaube, ich muss es zwingend mit Joystick ja steuern. Das ist bei einem Strategiespiel ein bisschen ein Nachteil, finde ich. Gut, mit der Geschichte halte ich mich nicht lange auf. Die Krone ist verschwunden und Robin von Locksley wird mir dreimal zur Seite stehen, wenn ich ihn denn rufe. Ja, und die Normannen und die Sachsen und ja, Kämpfe stehen bevor und ich soll derjenige sein, der das hier alles regelt. Und jetzt müssen wir auch schon das erste Mal die Diskette umdrehen. So, erledigt. Oktober 1199, Einkommen, Gold, Armee, Heimatgarnison. Wüsste ich gar nicht, dass ich, doch das kann ich, bei meinem Heimatschloss kann ich ja auch in der Amiga-Version zum Beispiel hier transferieren. Aber was ich hier zum Beispiel auch machen kann, ist
Ich kann, glaube ich, Schlösser bauen. Ich kann zum Beispiel hier Felder halten, also das ganze strategische Spielen hier, Festungen hinbauen und Leute rein transferieren und solche Geschichten. Jetzt gucken wir mal. Tournament will ich nicht machen. Conquest, Go Raiding, Buy Army, Read Map. So, Buy Army. So, da haben wir nämlich jetzt hier schon im Vergleich zu Amiga-Versionen neben Soldaten, Rittern und Katapulten auch Schlösser mit drin, die wir kaufen können. Das gibt hier zu Hause keinen Sinn. Also man kann jetzt nicht mehrere Schlösser auf ein Feld stellen, aber man kann. Und man kann dann da in die Garnison auch Leute reinpacken. So, 11 Gold. Ich würde mal einen Ritter nehmen und 3 Soldaten und mich dann auf den Weg machen. So. Battle Rage Across the Land. Okay, da ist dann der Spielzug schon beendet. Das hatte ich jetzt auch anders im Kopf. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen den Versionen geschuldet. So, jetzt hole ich mir rechts das Feld und zur Strafe greift er dann mein Schloss an. Das wäre natürlich ungünstig. So, Buy Army Conquest. Wie mache ich denn das? Read Map. Ich könnte hier angreifen. So, Vasallen 6. Da bekommen wir also auch noch Soldaten dazu. Einkommen 4. Einkommen 2. Eigentlich müsste ich hier angreifen. So, wie komme ich da wieder zurück raus? Aus Select a Territory. Gar nicht mehr. Achso, nochmal hier draufklicken. Ja, ich muss mich da erstmal dran, ein bisschen dran gewöhnen. Wieder. Dann Go Raiding. Ich will ja nicht bei Army machen, sondern die sind alle in der Garnison drin. Warte mal, wie war denn das? Conquest. Read Map. Move Army. Transfer. So. Ich möchte die natürlich alle in meiner Armee haben. So, erledigt. Puh, Move Army. Ich nehme erstmal die Felder, die nicht besetzt sind. Select a Destination. Ich hoffe, das macht er auch so. Na, was macht er? Gar nichts? Na toll, ich komme ja von hier nicht weiter. Da muss ich ja irgendjemanden angreifen. Gut, er hier zum Beispiel. Der hat nur ein Schloss. Das könnte ich mal versuchen. Und zwar sage ich dann jetzt Conquest, Move Army. Aber ich gehe erstmal in Sherwood Forest. Hol mir Verstärkung, dann gehört das Schloss mir. Was eigentlich völliger Blödsinn war, weil ich habe noch keinen Katapult. Okay. Dann greife ich jetzt hier an. Sichere Passage. Ach ja, das gibt es, glaube ich, in anderen Versionen auch nicht. Dass man sagen kann, man möchte einfach nur irgendwo durch. Nee, ich greife ihn aber an. Okay, Robins Plan arbeitete perfekt. Okay, und jetzt kriegen wir hier auch noch ein bisschen Animation angezeigt vom Schlachtfeld. Dann können wir jetzt hier sagen, Stand and Fight, Bombard, Outflank. Ja, drauf. Haben wir sonst auch nicht. So, jetzt würde ich mir glatt einen Katapult kaufen. Was passiert jetzt? Nein, nichts passiert.
Obwohl, ich kann mir noch kein Katapult kaufen. Da habe ich noch zu wenig Gold dafür. Also werde ich einen Ritter kaufen und einen Soldaten kaufen und dann mal gucken, wie ich hier weitermache. Was bringt mir denn jetzt hier die meiste Kohle? Ich spiele das auch anders, als ich das sonst spielen würde. Normalerweise spiele ich das Spiel, indem ich erstmal viele Felder durch Turniere hole. Vier Vasallen, zwei Einkommen. Und hier gibt es keine Vasallen mehr. Sechs Vasallen und drei Einkommen. Okay, bei Army. Ein Ritter und neun Soldaten. Ich spare nicht. Obwohl das Katapult hätte tatsächlich nur 15 gekostet. Hätte ich mir holen können. So, ich werde hier scheinbar nicht so schnell angegriffen. So, Heimatgarnison 10. Okay, Conquest, Move Army. So, jetzt Transfer. Okay, mal gucken, wie weit wir hier kommen. So, kann ich mich auch direkt hier hin bewegen? Nein, das muss Feld für Feld sein. Okay, da ist schon keine Armee drauf. Sehr gut. Dann werde ich jetzt einen Katapult kaufen. Ein Katapult. Und sechs Soldaten. Dann wird der Spielzug wieder vorbei sein. Edmund ruft ein Tournament aus. Oh wei. Ja, ja, okay. So, ich spiele immer um Land. So, und jetzt kann ich hier sagen, ich wähle mir gleich ein Territorium aus. Das ist bei der C64-Version auch tatsächlich besser, weil bei der Amiga-Version, da muss ich auswählen erstmal, gegen wen möchte ich um Land kämpfen. Und dann habe ich die Karte nicht vor Augen und weiß gar nicht, wisst ihr, was ich meine? So, am liebsten möchte ich hier erstmal, also die Heimatschlösser werde ich nicht auswählen können, oder? Wenn ich da anklicke, okay, Hesse Castle, das geht nicht. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte das und das und das. Ja, fangen wir erstmal hier an. So, er wählt dieses Feld. Ich bin mir nicht sicher, wie gut ich das mit dem Joystick hinbekommen werde. Das war so ein Minispiel, was da zu bestreiten ist. Mit der Maus auf dem Amiga, ganz hervorragend. Das wäre der Knaller, ne? Wenn ich jetzt um C64 auch die Runde gewinnen würde. Gucken wir mal. Die Fanfaren erschallen, aber die Musik ist schon vorbei. Ja, ich finde für C64, also vergleicht es ruhig mal mit der Amiga-Version, ist das ganz gut. So, jetzt Concentration. Was? Wer fällt über die Galerie? Mal gucken, Joystick, oh Gott, Agatha, die Puppe kotzt. Ich glaube, das war auch eins der wenigen Spiele, was schon laden konnte, während es Bilder anzeigt. Das war für den C64 alles andere als gang und gäbe. Okay, Gleichstand. Das kenne ich auch, glaube ich, nur vom C64, dass der Gleichstand überhaupt möglich ist. Nochmal. Oh, hat er mich runtergeholt. Weil ich ein Stück weiter rüber gelenkt habe. Damit ist das Turnier vorbei und ich habe ein Feld verloren. Ich
würde auf jeden Fall gerne nochmal mit euch ein Schloss angreifen. Dass wir das auch mal sehen, weil auch da gibt es was, das hat mich auch mal ein bisschen geärgert in der Amiga-Version. Ich wüsste zumindest nicht, wie es geht, dass man da auch verschiedene Geschosse auswählen kann. Also zum Beispiel auch Brandbomben in die gegnerische Burg reinfeuern kann und solche Geschichten. Okay, ich möchte gerne mein Feld zurückhaben da drüben. Also, Conquest, Move Army. Und da wird die gegnerische Armee bestimmt drinstehen. So, er hat mich direkt angegriffen, also als Vergeltung sozusagen. Es war keine Armee drin, aber ich werde jetzt angegriffen. Mal gucken. Uff. Rückzug. Rückzug. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine gute Ausgangslage hier. Also das ist alles relativ ungünstig hier gerade für mich. Ich kann natürlich mal versuchen, jemanden zu überfallen und gucken, ob ich da ein bisschen Gold bekomme, um meine Armee ein bisschen noch aufzubauen. Aber das muss ich jetzt sowieso machen. Also da kommen jetzt zwei Ritter dazu. Vielleicht lassen sie mich auch noch eine Weile in Ruhe. Aber spätestens, wenn ich da nur noch mit einem Gegner zu tun habe, habe ich ein Problem. Ich würde jetzt mal ganz wahnwitzig versuchen, ihn hier zu besiegen. Auch wenn ich jetzt, ich habe gar keine Armee mehr dafür, aber ich kann ja Robin Hood nochmal um Hilfe bitten. Wie gut das funktioniert, werden wir sehen. Schade, dass ich so viele Leute verloren habe. Ich habe beide gesagt, es geht ja nicht ums Gewinnen. Natürlich geht es auch ums Gewinnen. Aber hier primär um das Zeigen der Unterschiede zur Amiga-Version. Und die macht schon Laune, die C64-Version. Kann man spielen. Grafisch sieht man natürlich Unterschiede, auch bestimmte Animationen fehlen. Die Steuerung funktioniert anders. Wie gesagt, schade, dass wir keine Maussteuerungsoption haben. So, Load Ammunition, Days Remaining in Siege. Also ich kann, das hatte ich so auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass man das vorher alles so einstellen kann. So 6 Tage, so 30 Leute sind da drin. So, ich kann nämlich nicht nur Feuer mitnehmen, zweimal griechisches Feuer, sondern ich kann auch hier Krankheiten mitnehmen und so weiter. Also das lassen wir mal so. Also wenn ich mich recht erinnere, muss ich vor jeder Runde die Munition auswählen. Gut, werden wir gleich sehen. Aber erstmal muss ich gegen was? Ach, ich muss gegen die Armee erstmal kämpfen. Bombardieren. Das hatte ich so auch nicht mehr im Kopf, dass ich erst gegen die Armee kämpfen muss und dann das Katapult erst einsetzen kann. Okay, das mit Direktkatapult hätte nur geklappt, wenn keine Armee dort gewesen wäre. So, was ist jetzt los? Einkommen. Also meine Chancen sehen nicht so gut aus. Ich könnte den Gegner noch überfallen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich gehe erstmal Move Army. So, wenn ich jetzt wüsste, so, Read Map, Move Army, Transfer, wie komme ich da wieder raus? Hier, Go Raiding. Let's select a castle to raid. Wenn ich jetzt wüsste, das hier übrigens, seht ihr das Symbol hier, das sind diese nachträglich gebauten Burgen.
Also ich glaube, die Heimatburg war das hier. Und ich will einfach nur mal angreifen, um mal zu zeigen, da gibt es eben noch so eine Sequenz, wo man fechtet. Das wir die auch mal um C64 gesehen haben. Naja, mit dem besten Swordsman. Beim Amiga war es nur schnell draufklicken. Ich meine, hier kann man auch tatsächlich richtig abwehren und verteidigen in der C64-Version. So hundertprozentig kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich bitte um Nachsicht. Mir war nur noch bewusst, dass es den einen oder anderen Unterschied gibt. Ich versuche einfach mal. Es reicht auch nicht hier draußen zu gewinnen, sondern wir müssen auch noch drinnen gewinnen. Zumindest wenn man die Königstochter retten will. Oder so ähnlich. So, wie das beim Überfall ist, wir werden sehen. Na, ich bin zu nah an die Tür gekommen. Rückzug. Hier geht aber auch wirklich in der Runde alles schief, was schief gehen kann. So, jetzt werde ich belagert. Das war's. Wahrscheinlich. 19 Ritter, ja. Herzlichen Glückwunsch. Das dürfte es tatsächlich, nee, das dürfte es nicht, sondern das wird es für mich gewesen sein. Tja, Schloss verloren. Flucht nach Sherwood Forest. Folge ihnen in die Freiheit. Gemeinsam mit Robin und den Leuten von Sherwood wird die Geschichte gegen die Normannen fortgesetzt. Okay, während die Sachsen das Land erobern. Please flip disk. Okay, nochmal umdrehen. Na? Der hätte besser laufen können. Vielleicht wage ich noch mal irgendwann eine Runde, was freilich auch von euch abhängen wird, ob ihr das denn gerne möchtet. Entweder als Konserve oder vielleicht auch mal, wenn wir mal wieder einen Retro-Stream gemeinsam haben werden. Da würde mich auch interessieren, ja, wie da euer Interesse so ist, sowas mal wieder zu veranstalten. Bis dahin gibt es noch genug Videos aber und Streams, die ihr euch angucken könnt. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch noch ein bisschen auf diesem Kanal umseht. Und ich bin, genau. Ja gut, dann geht es wieder von vorne los. Ich verabschiede mich schon mal. Das ziehen wir uns nochmal rein, ganz in Ruhe. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Der König ist tot. Lang lebe der König.